Lang hatten wir kein Bier mehr von Blechbrut. Heute kommt eins. Das wird allerdings ein bisschen surreal. Welches Bier das ist und was es vor allem darüber zu sagen gibt, das alles klären wir in 6 Sekunden. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute mal wieder ein Bier von Blechbrut genießen wollt oder auch könnt. Ich kann es, ihr müsst dann halt einfach mal auch euch nachkaufen. Ich habe heute das Surreal Reflection, ein, wie die Webseite sagt, New England IPA. Unten drunter steht A Single Hop IPA versus HBC 630. Also ein Experimentalhopfen der HBC 630. Habe auch jetzt gar nicht nachgeschaut, was der für ein Hopfenprofil hat. Lass mich da ein bisschen überraschen. Single Hopped. Aber sie sagen auf der Webseite selber New England IPA. Und da lassen wir uns dann doch mal überraschen. New England heißt dann aber auch, dass die Zutaten vermutlich ein bisschen in die Nicht-Single-Malt-Richtung gehen. Und wir haben hier Gerstenmalz, Hafermalz und Weizenmalz drin, Hopfenhefe und natürlich Wasser. Gebraut ist das Ganze im Brauhaus Binkert in Breitengüßbach, wie da noch die ein oder andere Brauerei auch braut. Und Blechbrut selber ja aus Franken. Breitengüßbach ist übrigens auch in Franken, aber sie kommen selber aus Bamberg. Habe ja mit dem Benedikt mal ein lustiges Video gemacht. Wenn ihr da hier auf dem Kanal mal schauen wollt, sucht einfach mal Blechbrut Benedikt. Netter Kerl und würde mich freuen, wenn wir uns mal irgendwann wieder auf einem Festel sehen. Das habe ich mir mitgebracht hier aus Frankfurt, aus dem Naiv. Da gibt es ja einen schönen Bottle Shop und da konnte ich dann auch mal an dieses Bier hier rankommen. Ich glaube, genug der Vorworte. Wir schauen, was es denn zu entdecken gibt. Und das war jetzt ein bisschen schwierig. Oder ich bin zu schwach. Weiß es ja nicht. Fisherman's Friend Motto. Aber wir sehen, also was Trübung angeht, glaube ich, muss dieses Bier sich hier keinesfalls verstecken. Wir haben es zu tun mit einer richtig schönen, getrübten, gelb-orangenen Farbe. Ein intensiver, ja, nicht ganz weißer, aber 2,5 Finger breiter Schaum hier oben drauf, der auch nicht zu kompakt ist. Und ja, die Trübung lässt mich dann auch nicht mehr so richtig auf die Kohlensäure im Glas schließen. Aber die Nase, oh, das ist viel Pfirsich. Das ist zwar so hart an der Grenze zum Künstlichen. Ananas und kräftige Zitrusnoten. Boah, aber Pfirsich, Aprikose, Ananas, Hammer. Also das ist echt intensiv. Wenn das nur vom Hopfen kommt, Chapeau. In diesem Sinne, seid zum Wohl. Cheers. Erstmal viel süßliches Malz. Kräutriger Hopfen und dann shitloads auf tropische Frucht, also wirklich Lastwagenladung. Tropische Frucht, es ist so ein bisschen Mango, aber gleich dann auch Aprikose, Pfirsich hinterher. Zitrusfrucht, eher der normalen Zitrone, Orange. Super, super weich im Mund, ja. Hat so ein bisschen so ein leichtes Hopfenöl noch mit dabei. Vielleicht ist es einfach zu frisch. Oder mag es ja sogar ganz gerne. Sehr entspannte, bittere und einfach, also juicy. Ist mit sicher unter den Top 3, 4 Bieren, was Juiciness angeht, die ich jemals getrunken habe. Wahnsinn. Richtig schön kräftiges, volles Mundgefühl. Die Süße halt einfach nicht so super vordergründig, sondern die balanciert das Ganze gut aus. Und ja, es hat so einen ganz dezent harzigen Ton im Hintergrund. Also dieses Hopfenölige ist noch irgendwie da, aber ich finde es grandios. Also das ist wirklich ein Bier, wo ich sagen muss, hätte ich jetzt nicht gedacht, ist aber wirklich richtig gut. Und vom Körper, mittlerer Körper, eine mittlere Kohlensäure, nicht so intensiv, aber eine weiche, samtige, super cremige Textur. Nachtrunk, so eine sanfte, bittere, aber das ist genau das. Also ich sage ja immer, es gibt so viele Brauereien, die New England IPA auf ihre Biere schreiben, nur weil sie trüb sind. Und das stimmt einfach nicht, weil New England ist halt dann doch ein bisschen enger gefasst und da ist auch ein Teil dabei, dass die Bittere eben nicht so vordergründig ist und dass sie auch relativ niedrig ist. Teilweise, glaube ich, so um die 20 IBUs, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und
Das ist definitiv bei dem Bier hier der Fall. Sie ist da, aber einfach nicht so vordergründig. Und es ist diese sanfte, bittere, fruchtig, vielleicht minimal zestig, leichte Säure mit dabei, ein bisschen Pinie, aber tendenziell halt eher auf der bisschen trockeneren Seite jetzt zu Hause. Vom Alkohol 6,5 Volumensprozent, 17 Grad Plato, merkt man auch nichts. Super eingebunden. Und also dieser Hopfen, wenn der für alles da drin verantwortlich ist und der in normalen Mengen da reingekommen ist, HBC 630, ich glaube, den sollte man sich merken, denn das Surreal Reflection New England IPA von Blechbrot, ein richtig, richtig geiles Bier. Und das ist tatsächlich mal wieder eins, auf den ich 5 von 5 möglichen Punkten gebe für das Surreal Reflection New England IPA von Blechbrot aus Bamberg. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sagt danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und nicht vergessen, Abo lösen, Kommentare hinterlassen, einfach mal sagen, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.